Schminktische bzw. Frisierkommoden setzen sich meist aus einem Tisch, einem Spiegel und viel Stauraum zusammen. Sie sind oft mit einem Hocker oder einer Sitzbank ausgestattet und ermöglichen es, sich im Sitzen zu frisieren oder zu schminken. Durch die Schubladen und Ablageflächen bieten die Kosmetiktische die Möglichkeit, die Beauty- und Pflegeprodukte ordentlich und griffbereit aufzubewahren. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Artlife Nova Schminktisch. Der Artlife Nova ist ein weißer Schminktisch mit einer laut Hersteller soliden Verarbeitung. Er ist nach Herstellerangaben modern designt. Der Frisiertisch besteht aus MDF. Er ist mit einer Lackierung versehen, die stoßfest und kratzfest sein soll. Die Reinigung des Tisches gelingt dem Hersteller zufolge einfach. In Eckbauweise, das Modell Nova von Artlife ist ein Eckschminktisch. Es besteht die Möglichkeit, den Tisch in einer Ecke des Raums zu platzieren. Dadurch soll der Kosmetiktisch äußerst platzsparend sein. Der Artlife Schminktisch ist 140 cm hoch. Er hat eine Breite von 100 cm und eine Tiefe von 54 cm. Die Lieferung erfolgt in zwei Paketen und im zerlegten Zustand. Es ist notwendig, den Tisch vor dem Gebrauch zusammenzubauen. Eine Aufbauanleitung liegt dem Modell bei. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen des Nova Kosmetiktisches von Artlife zählen: Eckspiegel, der Spiegel hat drei Flächen. Der mittlere Teil ist 66 cm hoch und 44 cm breit. Die beiden Seitenflügel sind jeweils 66 cm hoch und 30 cm breit. Fünf Schubladen. In den fünf Schubladen lassen sich verschiedene Pflege- und Kosmetikprodukte verstauen. Sie haben jeweils eine Breite von 26 cm und eine Tiefe von 25 cm. Drei Ablagen. Neben den fünf Schubladen hat das Modell drei Ablageflächen. Eine Ablage befindet sich unter der Tischplatte. Die anderen beiden Ablageflächen sind an den Seitenflügeln des Spiegels angebracht. Das zweite Produkt in unserer Liste ist Yourlight Schminktisch. Der Yourlight Schminktisch hat eine Tischplatte aus MDF, die Tischbeine, die Beine des Hockers, die Schubladen und die Verbindung zum Spiegel bestehen aus Massivholz. Der Schminktisch hat zwei Schubladen, von denen eine mit einer Unterteilung mit sechs Fächern versehen ist. In den Fächern sollen sich Schminkutensilien übersichtlich und ordentlich verstauen lassen. Drei Lichtfarben. Der Schminktisch von Yourlight ist mit einem Spiegel mit LED-Beleuchtung ausgestattet. Die Beleuchtung befindet sich in dem Rahmen und lässt sich über einen Touchbutton ein- und ausschalten. Das Licht ist in unterschiedlichen Farben einstellbar, es stehen ein kaltweißes, ein warmweißes und ein natürliches Licht zur Auswahl. Der Schminktisch ist 80 cm breit, 40 cm tief und 80 cm hoch. Der ovale Spiegel hat die Maße 50 × 45,1 cm und mit dem Spiegelaufsatz hat der Schminktisch eine Höhe von 135,9 cm. Zu dem Schminktisch gehört ein Hocker mit einer Sitzhöhe von 42 cm. Die Sitzfläche ist 38 × 25 cm groß. Der Schminktisch und der Hocker haben Beine in natürlicher Holzfarbe. Die Fronten der Schubladen und die Sitzfläche des Hockers sind grau, der Korpus des Tisches und der Rahmen des Spiegels sind weiß. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Eugard Schminktisch. Das Modell von Eugard besteht aus Massivholz und MDF. Der Schminktisch ist in weiß gestaltet. Er hat eine Breite von 100 cm, eine Tiefe von 40 cm und eine Höhe von 75 cm. Der Schminktisch ist mit einem Spiegel ausgestattet, der mit Rahmen 40 cm hoch und 40 cm breit ist. Mit klappbarem Spiegel, der Spiegel des Eugard-Frisiertischs lässt sich, je nach Bedarf, aufklappen oder herunterklappen. Wer den Spiegel aufklappt, kann den Tisch zum Schminken und Frisieren nutzen. Im geschlossenen Zustand besteht die Möglichkeit, das Modell als Schreibtisch zu verwenden. Die Abdeckplatte ist dem Hersteller zufolge mit einem Softcloth-Scharnier versehen. Das ermöglicht demnach ein sanftes Zuklappen der Platte. Weitere Ausstattungsmerkmale des Kosmetiktisches von Eugard sind die beiden Schubladen. Sie sind 27 cm breit, 31,5 cm tief und 12 cm hoch. Außerdem hat der Tisch eine Ablagefläche,
die sich unter der Tischplatte befindet. Der Eugard-Schminktisch ist mit einem Hocker ausgestattet, der optisch zum Tisch passt. Der Hocker hat eine Polsterung und hält einem Gewicht von bis zu 100 Kilogramm stand. Die Sitzfläche ist quadratisch mit jeweils 35 cm Seitenlänge. Außerdem hat der Hocker eine Höhe von 37 cm. Der Hocker besteht aus Massivholz und einer laut Hersteller stabilen Holzfaserplatte, MDF. Was ist Massivholz? Viele Schminktische bestehen aus Holz. Neben den Modellen aus Spanplatte und MDF gibt es Frisiertische aus Massivholz. Das Material ist sehr robust, bietet eine lange Lebensdauer und hat eine individuelle Maserung. Seine Oberfläche lässt sich bei einer Beschädigung abschleifen und beispielsweise neu lackieren. Gegenüber Möbelstücken aus Spanplatte oder MDF weisen die Möbel aus Massivholz allerdings einen höheren Kaufpreis auf. Der nächste Produkt ist Vico Merrill Schminktisch. Der Vico Merrill Schminktisch ist in einem matten Weiß gestaltet. Er ist 127,4 cm hoch, 79,9 cm breit und 40 cm tief. Zu seinem Stauraum zählen 4 Schubladen. 3 Schubladen befinden sich an der Seite. Sie sind jeweils 19,6 cm breit und 25,5 cm hoch. Eine weitere Schublade ist unter der Tischplatte angebracht. Ihre Maße lauten 53,4 cm Breite, 30 cm Tiefe und 7 cm Höhe. Mit Regalflächen. Neben den Schubladen ist der Vico-Schminktisch mit mehreren Regalflächen versehen. Sie sind an der linken Seite über den 3 Schubladen angebracht und jeweils 20 cm breit und 10 cm tief. Der Schminktisch Merrill hat einen Korpus aus Spanplatte und ist mit einer Melaminharzbeschichtung versehen. Dank der Beschichtung ist die Oberfläche gemäß Hersteller pflegeleicht und kratzfest. Weitere Ausstattungsmerkmale des Modells von Vico sind: Spiegel, LED-Beleuchtung, Hocker. Die LED-Lichterkette ist insgesamt 4 Meter lang. Sie läuft über den Netzstrom und ist mit mehreren Kunststoffkugeln versehen, deren Durchmesser bei jeweils 5 cm liegt. Der mitgelieferte Hocker ist weiß und wiegt 4,7 kg. Er ist zwischen 52 und 67 cm in der Höhe verstellbar und hat einen Bezug aus Kunstleder. Sein Gestell besteht aus Stahl und ist verchromt. Verchromt bedeutet, dass die Oberfläche mit dem Metallchrom überzogen wurde. Ein solcher Überzug dient zur optischen Aufwertung des Metalls wie zum Schutz vor Korrosion. Auf die richtige Ausleuchtung achten. Für gute Schminkergebnisse ist es empfehlenswert, die Frisierkommode vor oder neben einem Fenster zu platzieren. Auf diese Weise besteht die Möglichkeit, das Tageslicht zu nutzen. Außerdem ist es ratsam, eine Beleuchtung an oder neben dem Spiegel zu montieren. Alternativ ist die Auswahl eines Schminktischs sinnvoll, der einen Spiegel mit integrierter Beleuchtung bietet. Wichtig ist, dass das Licht von den Seiten und von vorne kommt. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Songmix RDT04W Schminktisch. Der Songmix RDT04W Schminktisch ist in mattweiß gestaltet. Er wird aus MDF gefertigt und hat folgende Abmessungen: 139 cm Höhe, 75 cm Breite und 40 cm Tiefe. Zu seiner Ausstattung zählen ein Hocker und ein Spiegel. Der Hocker ist mit einem Polster ausgestattet und 45 cm hoch. Seine Breite beträgt 37 cm und seine Tiefe 28 cm. Die Beine des Hockers werden aus Kautschukholz hergestellt. Der Spiegel ist 54 cm hoch und 38 cm breit. Was ist Kautschukholz? Der Kautschukbaum stammt aus Südamerika und wird häufig als Gummibaum bezeichnet. Das Holz des Baumes ist auch unter dem Namen Rubberwood bekannt. In der Vergangenheit war es ein Abfallprodukt, das nicht verwendet wurde. Inzwischen kommt es unter anderem bei der Herstellung von Möbeln zum Einsatz. Das Kautschukholz ist sehr resistent gegenüber Feuchtigkeit. Es ist sehr hart und weist eine helle Farbe auf. Der Frisiertisch von Songmix verfügt über 4 Schubladen. Die beiden größeren Schubladen befinden sich unter der Tischplatte. Sie sind jeweils 25 cm breit, 20 cm tief und 7 cm hoch. Die beiden kleineren Schubladen weisen folgende Abmessungen:
12,5 cm Breite, 5,5 cm Tiefe und 5,5 cm Höhe. Zum Lieferumfang des Tischs zählen zwei Trennwände, die für die großen Schubladen gedacht sind. Mit ihrer Hilfe ist es möglich, die Kosmetikprodukte zu sortieren. Zudem verfügt der Schminktisch über Bodengleiter. Sie sind dem Hersteller zufolge rutschfest und an den Tischbeinen sowie den Stuhlbeinen angebracht. Verankerung an der Wand möglich. Es besteht die Möglichkeit, den Songmix Schminktisch RDT04W an einer Wand zu verankern. Hierzu ist das Modell mit einem Kippschutz versehen. Die Verankerung an der Wand soll die Sicherheit erhöhen. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Costway Schminktisch. Kiefernholz. Abgerundete Ecken, die Oberflächen sind gemäß Herstellergrad frei und die Ecken abgerundet. Das soll das Verletzungsrisiko reduzieren. Antirutschunterlagen, die Antirutschunterlagen sollen verhindern, dass der Boden zerkratzt. Außerdem sollen sie dafür sorgen, dass der Tisch stabiler steht. Abnehmbarer Spiegel, es besteht die Möglichkeit, den Spiegel abzunehmen und den Frisiertisch auf diese Weise zu einem Schreib- oder Basteltisch umzufunktionieren. An der Wand montierbar, wer für eine höhere Sicherheit sorgen möchte, kann die Frisierkommode von Costway an der Wand montieren. Das soll verhindern, dass der Tisch bei größerer Belastung umfällt. Der Costway Kosmetiktisch hat einen Spiegel mit herzförmigen Verzierungen. Außerdem ist der Schminktisch mit einer Schublade ausgestattet. Darin finden Ringe, Ketten, Haarspangen und andere Utensilien Platz. Der dazugehörige Hocker in Rosa weist eine Tragkraft von 30 kg auf. Was ist die Tragkraft? Die Tragkraft wird außerdem als Traglast oder Tragfähigkeit bezeichnet. Sie informiert über das Gewicht, mit dem beispielsweise ein Möbelstück maximal belastbar ist. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Artlife Mira Schminktisch. Das Modell Mira von Artlife ist ein Schminktisch im Landhausstil. Er ist in rosa gestaltet und 75 cm breit, 40 cm tief und 70,5 cm hoch. Seine Gesamthöhe mit Spiegelaufsatz liegt bei 141 cm. Der Kosmetiktisch besteht aus lackiertem MDF. Dank der Lackierung sollen die Oberflächen des Kinderschminktischs kratzfest sein. Was ist der Landhausstil? Beim Landhausstil handelt es sich um einen beliebten Einrichtungsstil. Viele Möbelstücke im Landhausstil sind aus Holz gefertigt und haben ein zeitloses Design. Sie sind oft in einer Pastellfarbe oder einer natürlichen Farbe gehalten. Einige Möbel im Landhausstil bieten einen verspielten und romantischen Look. Das Ziel des Einrichtungsstils ist es in der Regel, ein natürliches und gemütliches Ambiente im Raum zu erschaffen. Der Artlife frisierte Schmierer ist dem Hersteller zufolge solide verarbeitet und bietet eine hohe Haltbarkeit. Der Schminktisch kommt mit einem Spiegel und einem Hocker. Der Spiegel hat eine ovale Form und ist kippbar. Der Hocker ist 37 cm breit, 28 cm tief und 44 cm hoch. Er hält einem Gewicht von maximal 100 kg stand. Laut Hersteller ist die Polsterung des Hockers angenehm weich und dick. Dank ihr ist demnach ein bequemes Sitzen möglich. Der Bezug des Hockers besteht aus Baumwolle und Polyester. Allgemein soll der Kunststoff Polyester hautfreundliche und atmungsaktive Eigenschaften haben. Er gilt als reißfest, sehr strapazierfähig und robust. Außerdem soll Polyester pflegeleicht und weich sein. Mit vier Schubladen, der Artlife Kinderschminktisch ist mit vier Schubladen ausgestattet, in denen sich Haarspangen, Schmuck und Kosmetikprodukte aufbewahren lassen. Zwei größere Schubladen befinden sich unter der Tischplatte. Zwei kleinere Schubladen sind in dem Spiegelaufsatz integriert. Der nächste Produkt ist KitKraft Princess Schminktisch. Der KitKraft Princess ist ein Schminktisch aus Massivholz und MDF, seine Abmessungen lauten 79,38 cm Breite, 41,28 cm Tiefe und 106,05 cm Höhe. Der Spiegel des Frisiertischs von KitKraft besteht aus drei Teilen. Er ist nach Herstellerangaben bruchsicher. Für kleine Prinzessinnen, der Schminktisch ist kindgerecht in rosa gehalten. Auf dem Spiegel hat er eine goldene Krönchenverzierung, sodass sich das Mädchen beim Blick in den Spiegel wie eine kleine Prinzessin fühlen soll.
An der Schublade befindet sich eine kleine goldfarbene Krone, die gleichzeitig als Griff dient. Der Kinderschminktisch von KidKraft ist mit einer Schublade ausgestattet. Sie eignet sich zum Verstauen von Armbändern, Ketten und anderen Utensilien. Der Princess-Schminktisch kommt bei der Lieferung mit einem Hocker. Er ist rosa und passt zum Design des Frisiertisches. Außerdem ist der Hocker mit einer Polsterung versehen. Was ist Massivholz? Massivholz ist ein sehr robustes und strapazierfähiges Material. Es bietet eine lange Haltbarkeit und hohe Belastbarkeit. Bei einer Beschädigung ist es möglich, die Oberfläche aufzubereiten. Zu den Nachteilen von Möbelstücken aus Massivholz gehören die meist höheren Anschaffungskosten. Hinzu kommt, dass sich das Holz im Laufe der Zeit verformen kann und, je nach Sorte, kratzempfindlich ist. Der nächste Produkt ist Teamson Kids TD 11670A Schminktisch. Der Teamson Kids TD11670A Schminktisch hat eine Schublade mit Knopf, in ihr können Kinder Haarspangen, Schmuck und andere Utensilien aufbewahren. Der Kosmetiktisch ist 29,2 cm tief, 59,7 cm breit und 97,8 cm hoch. Mit Leopardenmuster, der Teamson Kids Schminktisch ist in den Farben Schwarz und Rosa gestaltet. Die Tischplatte und einige weitere Teile des Frisiertisches und Hockers sind mit einem pink-weißen Leopardenmuster versehen. Der Kinderschminktisch von Teamson Kids hat einen Dreipanelspiegel und einen Hocker. Der Spiegel besteht aus echtem Glas. Der Hocker ist nach Herstellerangaben stabil und passt optisch zum Kosmetiktisch. Welches Material ist für einen Schminktisch geeignet? Die meisten Schminktische bestehen aus Holz, entweder Massivholz, MDF oder Spanplatten bzw. eine Mischung daraus. Holz verspricht eine hohe Stabilität und Langlebigkeit, kann aber teilweise empfindlich gegenüber Kratzern oder Feuchtigkeit sein. Manche Frisierkommoden haben ein Metallgestell, was für noch mehr Robustheit sorgen soll. Allerdings besteht die Gefahr, dass der Boden leichter zerkratzt. Schminktische mit einer Glasplatte wirken optisch modern und schick. Nachteilig sind die Bruchgefahr und die leicht sichtbaren Finger- und Staubrückstände. Mehr zu den unterschiedlichen Materialien findet sich im Ratgeber im Anschluss an den Produktvergleich. Der nächste Produkt ist Bixia Schminktisch. Der nächste Produkt ist Bixia Schminktisch. Der nächste Produkt ist Mekor Schminktisch. Der nächste Produkt ist Mekor Schminktisch. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Songmix RDT 002 Schminktisch. Der Songmix RDT 002 ist ein weißer Schminktisch, der mit einer 80 cm breiten und 40 cm tiefen Tischplatte ausgestattet ist. Seine Höhe beträgt 137 cm. Der Songmix Kosmetiktisch besteht aus MDF und Massivholz. Die Lieferung des Schminktischs erfolgt mit einem Hocker. Er ist 50 cm hoch, 40 cm breit und 30 cm tief. Seine Sitzfläche besteht aus Baumwollflanell. Das Modell ist zudem mit drei Schubladen ausgestattet. Dazu gehören eine große und zwei kleine Schubladen. Die große Schublade befindet sich unter der Tischplatte. Sie ist von innen 53,5 cm breit, 29,5 cm tief und 8 cm hoch. Die beiden kleinen Schubladen sind auf der Tischplatte angebracht und von innen 51,5 cm breit, 29 cm tief und 6,5 cm hoch. Mit Filzpuffern, die untere Seite der Tischbeine ist mit Filzpuffern versehen. Sie sollen dafür sorgen, dass der Tisch solider steht. Darüber hinaus verhindern die Filzpuffer nach Herstellerangaben, dass der Boden zerkratzt. Der Spiegel des Frisiertisches von Songmix ist oval geformt und lässt sich bis zu 360 Grad schwenken. Er ist 35 cm breit und 50 cm hoch. Es besteht die Möglichkeit, den Spiegel frei auf der Frisierkommode zu platzieren. Ihn an den Tisch zu schrauben, ist nicht erforderlich. Wer möchte, kann den Spiegelaufsatz vom Tisch nehmen und den Schminktisch ohne Spiegel beispielsweise als Schreibtisch nutzen. Was ist Flanell? Das Gewebe Flanell wird in den meisten Fällen in unterschiedlichen Bindungsverfahren aus Baumwolle oder Wolle hergestellt. Flanell gilt als pflegeleichter und weicher Stoff.
Er hat eine aufgeraute Struktur und ein niedriges Gewicht. Außerdem ist Flanell saugfähig und wärmt gut. FAQ: Kann ich die Griffe an den Schubladen durch andere Griffe ersetzen? Ja, Amazon-Kundenangaben zufolge sind die Griffe der Schubladen mit Schrauben angebracht. Demnach besteht die Möglichkeit, andere Griffe an den Schubladen zu montieren. Wie hoch ist der Schminktisch von Songmix ohne den Spiegelaufsatz? Laut einem Amazon-Kunden ist der Tisch 77 cm hoch. Kann ich den Spiegel nach rechts und links bewegen? Nein, es ist nicht möglich, den Spiegel nach rechts oder links zu drehen. Muss ich den Tisch nach der Lieferung selbst zusammenbauen? Ja, die Lieferung des Schminktischs RDT002 von Songmix erfolgt nach Angaben von Amazon-Kunden nicht im aufgebauten Zustand. Demnach ist es erforderlich, die Frisierkommode selbst aufzubauen. Das soll gemäß Hersteller leicht gelingen. Hierzu kann die mitgelieferte bebilderte Anleitung zum Einsatz kommen. Hat der Frisiertisch eine matte oder glänzende Oberfläche? Die Oberfläche des Kosmetiktischs ist matt. Befindet sich auf dem Songmix RDT002 Schminktisch eine Glasplatte? Nein, auf dem Tisch befindet sich keine Glasplatte. Weniger Anzeigen. Der nächste Produkt ist Mirvel Schminktisch. Der Frisiertisch von Mirvel ist mit einer Tischplatte aus MDF versehen, die Beine des Schminktischs bestehen aus Paulownia-Holz. Vor dem Gebrauch des Tischs ist es erforderlich, ihn zusammenzubauen. Das gelingt nach Herstellerangaben einfach. Mit mehrteiligem Spiegel, der Spiegel des Schminktischs besteht aus drei Teilen. Die beiden äußeren Flügel lassen sich nach innen klappen, sodass die Spiegelfläche abgedeckt ist. Die Frisierkommode von Mirvel hat eine Höhe von 146 cm, eine Tiefe von 40 cm und eine Breite von 90 cm. Der Schminktisch kommt mit einem Hocker. Er ist 46 cm hoch, 30 cm tief und 40 cm breit. Der Hocker bietet dem Hersteller zufolge ein weiches Schwammkissen. Zur weiteren Ausstattung zählen vier Schubladen. Der Schminktisch hat zwei kleine und zwei große Schubladen. Die beiden kleinen Schubladen befinden sich auf der Tischplatte neben dem Spiegel. Die beiden großen Schubladen sind unter der Tischplatte angebracht. FAQ: Welche Breite weisen die Schubladen auf? Die beiden kleinen Schubladen des Mirvel Schminktischs sind jeweils etwa 22,5 cm breit. Die Breite der zwei großen Schubladen beträgt jeweils ungefähr 22,5 cm. Aus welchem Material bestehen die Beine des mitgelieferten Hockers? Die Beine des Hockers sind aus Paulownia gefertigt. Hat der Schminktisch eine Beleuchtung? Nein, der Kosmetiktisch ist nicht beleuchtet. Aus welchem Material bestehen die Abtrennungen in der Schublade? Die Fächer in der Schublade sind mit Holzabtrennungen versehen. Ist die Frisierkommode in anderen Farben erhältlich? Ja, den Schminktisch gibt es auch in Schwarz. Weniger Anzeigen. Der nächste Produkt ist Songmix RDT15W Schminktisch. Der nächste Produkt ist Songmix RDT15W Schminktisch. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.